So, wir schauen uns mal einen idealen Transformator an. Mal schauen, ob wir einen hinbekommen. Also, der ideale Transformator, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass da keine Verluste auftreten. Also es gibt keine Verluste beim idealen Transformator. Und es ist natürlich eine Modellvorstellung, sowas gibt es in der Realität nicht, aber das kommt gut hin. Der reale Transformator, der hat einen Wirkungsgrad von 98%. Also beim idealen Transformator gehen wir jetzt hier von einem Wirkungsgrad von 100% aus. Also idealer Transformator hat einen Wirkungsgrad von 100%. So. Das soll jetzt aber nicht zentral sein, entscheidend. Wir brauchen, um so einen Transformator aufzubauen, natürlich eine Spule. Also wickeln wir erstmal hier einen Draht rum. Also, das wird auch die Primärspule genannt. Und meinetwegen, hier ist ja eine Wechselspannung, die vom Generator geliefert wird. Den haben wir auch schon in der Vergangenheit behandelt, im externen Video etwas ausführlicher mit der idealen Spannungskurve und Stromkurve besprochen, sodass wir auf den Generator jetzt an der Stelle nochmal näher eingehen müssen. Was man wissen muss, der Generator liefert mir diese Wechselspannung. Meinetwegen ist jetzt gerade die Polung an der Primärspule oben Plus, unten Minus. Machen wir es mal so. Wir schicken den Strom hier rein. Also der driftet hier in den Draht. Naja, und nach Faraday, ein stromdurchflossener Leiter. Ist ja eine Spule im Endeffekt. Also wir haben den Draht hier rumgewickelt, haben so eine Spule erhalten. Aber im Kern der Spule ist nicht Luft, sondern dieser Eisenkern. Das Material hier, das ist ja Eisen. Warum Eisen? Weil das praktisch die Induktivität der Spule beeinflusst. Zum Beispiel hat der Faktor μr in der Induktivität, wenn ich Eisen benutze als Kern, den Faktor 1000. Was wichtig ist, dieser Strom, der jetzt durch meinen Draht durchfließt, der verursacht einen magnetischen Fluss von unten nach oben gerichtet. Rechte Handregel. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr näher erläutern. Ich gehe davon aus oder ich setze voraus, dass diese Regel bekannt ist. Den Fluss, den magnetischen, den nenne ich mal magnetischer Fluss, Q, also Index Magnet und die 1 dran. Dann bezeichnen wir den Strom als Stromfluss 1. Und dann, wenn ich hier an der Seite eine Spule aufwickeln würde, in der Form, mit weniger Windungen, und hänge hier meinetwegen einen Widerstand dran, R2, dann kann ich hier eine Spannung messen. Dann wird natürlich diese Spule von dem Magnetfluss auch durchsetzt. So, dieser Magnetfluss, der jetzt meine Spule 2 durchsetzt, verursacht natürlich einen Stromfluss. Immer wenn sich ein magnetischer Fluss durch einen stromdurchflossenen Leiter ändert, dann wird eine Stromstärke induziert, auch Faraday. Aber die ist so gerichtet, dass sie seiner Ursache entgegenwirkt. Das hat nämlich der Herr Lenz mit sehr vielen Experimenten herausgefunden, dass dieser Strom dann so gerichtet ist, also der in der entsprechenden Richtung verläuft, sodass er
diese Ursache hier, also den magnetischen Fluss ausgehend von dem Strom, hemmt. Also es entsteht natürlich, weil hier ein Strom fließt, auch wiederum ein magnetischer Fluss, und den nenne ich jetzt Q-Magnet 2. Und dieser magnetische Fluss durchsetzt aber die Spule natürlich auf der Seite auch. Man spricht hier auch von Gegeninduktion. Also einerseits kann ich jetzt eine Differentialgleichung aufstellen, die sich auf den Primärstromkreis bezieht, und andererseits eine Differentialgleichung, die sich auf den Sekundärstromkreis bezieht. So, das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe, meinetwegen römisch 1, die Spannung am Primärstromkreis, die hier. Was wichtig ist, das Spannungsmessgerät würde jetzt in der Situation, wo die Polung so ist, oder machen wir es mit Polung, dann ist es ersichtlicher. Wir schmeißen mal den Widerstand hier raus und setzen hier die Polung kurz hin. Wenn hier die Polung so in dem Zustand wäre, dann ist aufgrund dessen, dass der Strom in die andere Richtung fließt wie der Strom, natürlich die Polung in dem Moment entgegengesetzt der Polung im Primärstromkreis. Gut, das nun mal so zum Einschub. Schmeißen wir unseren Widerstand wieder rein. So, dann habe ich eine Primärspannung, also Arbeit pro Ladung, das ist ja Energie pro Ladung. Haben wir ja in der Vergangenheit auch besprochen, was 20 Volt zum Beispiel heißt. Das ist ja 20 Joule pro Elektron, also ein Elektron wird mit 20 Joule auf die Reise geschickt sozusagen. Dann ist das letztendlich, was ich hier formuliere, auch nichts anderes immer als ein Energieerhaltungssatz. Ich habe im Primärstromkreis natürlich vom Generator her auch einen Widerstand. Also der Generator selbst hat einen Widerstand, der ist um seinen Anker ist ja eine Spule gewickelt. Und die Spule hat ja auch einen Widerstand, also das berücksichtigt man jetzt mal an der Stelle, das nehmen wir mit. Also dann fällt Spannung schon mal da ab. Also diese Primärspannung setzt sich dann zusammen aus einer Addition von vielen Spannungen. Was müssen wir noch für eine Spannung hier berücksichtigen? Natürlich die Induktionsspannung. Also wir müssen berücksichtigen, was setzt diese Spule meiner zeitlichen Änderung des Stromflusses 1 entgegen. Das ist ja die Induktivität. Das zeichnet ja jede Spule aus. Die Einheit Henry, das hatten wir ja auch schon mal in der Vergangenheit. Also muss ich diese Induktivität berücksichtigen. Und dann natürlich muss ich berücksichtigen, dass hier eine Gegeninduktivität durch diese Spule gegeben ist von dem Stromfluss 2. Ja, aber die ist natürlich negativ. Die ist verursacht von Strom 2 und die hemmt für den Augenblick der Stellung von meiner Polung ja meinen magnetischen Fluss von unten nach oben gerichtet. Also der magnetische Fluss, der hemmt ja sozusagen für einen kurzen Augenblick diesen magnetischen Fluss von unten nach oben gerichtet. Deswegen dieses negative Vorzeichen, und das benenne ich mal Index G für die Gegeninduktivität. Das kann ich natürlich jetzt ausformulieren, diese Gleichung. Das ist ja nichts anderes als die Primärspannung. R1 nennen wir es mal für den Widerstand des Generators multipliziert mit der Stromstärke, der Primärstromstärke. Haben wir den so benannt? Nö, können wir hier korrigieren. Nennen wir doch gleich Primärstrom. Und den können wir doch auch den Zweier entziehen und sagen, das ist der Sekundärstrom. Schaut doch schön aus. Dann verbessern wir halt auch mal diese Indizes. Also,
Das ist natürlich primär. Der soll ja diesen magnetischen Fluss darstellen. Nee, anders. Sehe gerade, der Pfeil zeigt ja auf den von oben nach unten gerichteten magnetischen Fluss. Und der wird ja verursacht von dem Primärstrom. Also umgekehrt. Gut. Also, dann können wir jetzt hier unsere Differentialgleichung ausformulieren, nämlich Induktivität mal die zeitliche Änderung meines Primärstroms abzüglich die Gegeninduktivität, also auch Einheit Henry, bezeichne ich mal mit M, und die wird verursacht nicht vom Primärstrom, sondern vom Sekundärstrom. So, analog ergibt sich jetzt die zweite Differentialgleichung für diese Spule, für den Sekundärstromkreis. Nämlich, naja, Sekundärspannung ist nichts anderes als, naja, der Widerstand hier, den haben wir R2 genannt. Kann Verbraucher sein, meinetwegen. R2 mal, was fließt da für ein Strom durch? Naja, der Sekundärstrom plus die Spule, die setzt natürlich meinen Sekundärstrom auch einen Widerstand entgegen. Also die Induktivität multipliziert mit diesem Sekundärstrom, zeitliche Änderung davon, abzüglich, naja, die Gegeninduktivität, aber verursacht von Primärstrom. So, und jetzt haben wir diese zwei Differentialgleichungen. Gut. Dann muss man sich auch noch vor Augen halten, dass hier eine Wechselspannung anliegt. Der Generator, der dreht sich ja in einem statischen Magnetfeld und dann kippt natürlich ständig diese Polung. Wenn man sich das Haushaltsnetz mal anschaut, das sind 50 Hertz. Das bedeutet ja 50 Mal in der Sekunde, weil Hertz ja nichts anderes ist als die Schwingung pro Sekunde, also 50 Schwingungen in der Sekunde, das heißt 50 Mal würde sich hier die Polung ändern in der Sekunde. Also ist das, was ich hier gezeichnet habe, nur so eine Momentaufnahme eines sehr, sehr kurzen Augenblicks. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.